Wie beurteilt Linus Pauling die Mitschuld führender Wissenschaftler an der Entwicklung immer schlimmerer Waffensysteme, die Massenzerstörungen und Völkermord quasi per Knopfdruck möglich machen? Diese Mitschuld wurde seinerzeit uneingeschränkt bejaht von dem Plasmaphysiker und Nobelpreisträger Hannes Alfvén. Nein, nein, ich kenne Professor Alfvén recht gut. Ich glaube, meine Gefühle sind da etwas anders. Ich bin auch Mitglied gewesen von der Society for Social Responsibility in Science. Das würde also im Deutschen, glaube ich, so heißen, Gesellschaft für soziale Verantwortung in der Wissenschaft. Ihre Mitglieder werden angehalten, nicht an Vernichtungswaffen mitzuarbeiten. Sie werden dringend geboten, nicht einen Beitrag zum militärischen Irrationalismus zu liefern. Aber sie müssen nicht. Es wurde auch schon mal vorgeschlagen, dass alle Wissenschaftler streiken sollten, um das Arbeiten für Waffensysteme zu verweigern. Und ich war gegen diesen Vorschlag. Aus welchem Grund? Ich dachte aus folgendem Grund. Ich halte natürlich viel von Wissenschaftlern, aber wenn Wissenschaftler bestimmen sollten, was die Staaten der Welt tun sollten, dann würde die Welt von einer Wissenschaftsoligarchie geführt. Und ich selbst glaube an Demokratie. Verstehen Sie? Ich glaube, dass ein Volk als Ganzes Entscheidungen treffen muss. Jeder Wissenschaftler kann für sich selbst entscheiden und dann versuchen, seine Mitbürger zu beeinflussen, den richtigen Standpunkt einzunehmen. Also, genau das, was ich versuche, die Menschen zu beeinflussen und über sie wiederum die Regierung. Wissenschaftler können nicht abgehalten werden, eine Entdeckung zu machen, die womöglich militärische Zwecke gut sein könnte. Erstens ist es sehr schwer, nicht etwas zu entdecken. Manchmal weiß man es gar nicht, dass man gerade dabei ist, etwas zu entdecken. Das wäre sehr schwer zu unterdrücken, wenn man nicht weiß. Zweitens entschließt sich ein Wissenschaftler, nichts davon zu sagen, wird ein anderer diese Entdeckung machen und sie publizieren. Man kann auch nicht voraussehen, wie eine Entdeckung benutzt oder gehandhabt wird.